Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr seid okay. Ich bin okay, Caro. Und okay, wir starten jetzt mal das Video. Heute möchte ich gerne ein Szenario in Sims spielen, und zwar Kohle scheffeln. Dafür habe ich schon einen Sim erstellt, den ich relativ legendär finde. Dieses Gesicht sagt alles, einfach ein Sonnenschein. Das ist Margot Swipes. Sie möchte unbedingt Teil der High Society sein und das Luxusleben genießen. Sie ist materialistisch, eifersüchtig und kleptomanisch und möchte gern ein Herrenhaus besitzen. Ihre Lieblingsfarbe ist grün, wie eine Banknote. Und sie hat einen sehr speziellen Geschmack. Und ich möchte das Ganze so angehen, dass sich Margot versucht, Fake it until you make it mäßig in die High Society einzuschleichen, Promis zu treffen und dann Sachen mitgehen zu lassen, um sich so ein Vermögen selber anzueignen, ohne richtig zu arbeiten. Wir haben aktuell 0 Simoleons und müssen 1 Million erreichen. Es könnte also eine Weile dauern. Was ist das für ein Achievement? Okay, das Spiel hält mich für einen hoffnungslosen Fall, danke. Als erstes gehe ich, glaube ich, nach Evergreen Harbor und schaue mal, ob ich da irgendwas klauen kann. Und wenn nicht, dann kann ich nämlich immer noch in den Müllcontainern rumwühlen. Oh mein Gott, gibt's etwa auch eine Pandemie in Sims? In diesem ganzen Haus hier gibt's nicht einen Gegenstand, den ich mitgehen lassen kann. Ich verstehe das nicht. Okay, dann gehe ich jetzt wühlen. Habe auf jeden Fall das perfekte Outfit zum in der Mülltonne rumwühlen. Yay, unser erster Fund, aber leider verbrannt. Oh no, hat sie sich angesteckt? Das ist die Luftverschmutzung. Okay, also ihr Outfit ist ruiniert und wir stinken ziemlich. Ich glaube, ich muss mal irgendwo hin, wo man duschen kann. Und wie wäre es mit Fitnessstudio? Denn vielleicht rennen da ja auch reiche Leute rum. Und jetzt schnell an dieser Person vorbei rennen, damit niemand sieht, wie sehr wir stinken. Oh, jetzt hat sie autonom irgendwas gestohlen? What? Ich glaube, so ein Bild. Okay, cool. Oh, hier ist echt alles voll mit Promis. Das ist natürlich super, wenn ich dann vielleicht mal bei denen vorbeikommen könnte. Essen bestellen. Wir hätten genau genug für eine Brezel, dann nehmen wir das doch mal. Das entspricht auf jeden Fall nicht dem Lebensstandard, den sie gerne hätte, glaube ich. Okay, Zeit für ein Nickerchen im Müllcontainer. Denn wir haben ja leider noch nichts, worin wir sonst schlafen könnten. Ich habe schlechten Kugelfisch Oh nein, 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 bitte! Don't eat it, no! No, 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 no. Schlechter Kugelfisch kann potenziell tödlich sein. Okay, sie wirft es weg. Ich hoffe, hat sie überlebt? Oh mein Gott, ich dachte, sie würde sterben. Okay, nice. Das ist alles, was ich gefunden bzw. geklaut habe. Das hier wurde geklaut. Aquarell Fruchtessenz. Das Beste ist, glaube ich, dieses Radiogramm Grammyphone. Das werde ich direkt mal verkaufen. Und dieses Bett, ich weiß nicht, ob man das benutzen kann, deswegen verkaufe ich das auch. Dieser Stuhl ist nicht besonders viel wert, also behalte ich ihn. Und diese verbrannten Dinger werden auch direkt verkauft. Okay, und dieses Bild, ja, okay, ich verkaufe das auch, das sieht nicht posch genug aus. Also ist alles, was wir haben, ein Stuhl bisher. Aber ich habe jetzt ein bisschen Simoleons und ich brauche dringend ein paar Dinge. Okay, ich habe jetzt die absoluten Basics in meinem kleinen Mini-Haus. Und diese Frau hat offenbar entschieden, dass sie aktuell bei uns wohnen möchte, warum auch immer. Oh, in der Stadt findet das Schräger Humor und Krasse Späße-Festival statt. Das passt ja eigentlich perfekt zu uns. Außerdem habe ich eh schon wieder Hunger. Okay, also, um sich hier einem Team anzuschließen, muss man, glaube ich, entweder den oder den Brunnen nehmen. Und ich bin natürlich auf die dunkle Seite der Macht. Margot hat sich den Witzbolden angeschlossen. Führe schelmische Interaktion durch, kein Problem. Der sieht so aus, als könnte man ihn ein bisschen ärgern. Sie erzählt ihm einfach, jemand wäre gestorben. Ach, wie witzig. Kyle, warum bist du so ein perfektes Opfer? Aber es scheint ihm immer noch zu gefallen. Okay. Oh Mann, dieser Mann setzt überhaupt keine Grenzen. Genau ihr Typ. Yay, oh mein Gott, die Witzbolde haben gewonnen. Ich habe 500 Simoleons und eine Voodoo-Puppe bekommen, sowie Feuerwerk. Ich werde das allerdings alles verkaufen. Nur die Voodoo-Puppe behalte ich vielleicht noch. Aber bevor ich jetzt nach Hause gehe, würde ich gerne noch was stehlen. Bei wem könnte ich denn um diese Uhrzeit noch auftauchen? Ich gehe mal zu dieser Promi-Frau, die ich im Fitnessstudio kennengelernt habe. Ich hoffe, die hat richtig viele Wertsachen. Okay, dieses Haus ist super leer.
Also, entweder ist sie doch nicht so berühmt, wie ich dachte, oder das Sims-Team war sehr faul. Es macht keinen Spaß, irgendwas auszurauben, was bereits ausgeraubt wurde. Vielleicht mal bei dieser Familie versuchen. Haha, in einem absolut vertrauenserweckenden Outfit. Super, ich bin drin, obwohl diese Leute mich überhaupt nicht kennen. Und hier ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Deko im Haus. Schauen, ob irgendetwas einigermaßen wertvoll aussieht, was ich mitnehmen könnte. Ein Fernseher wäre halt echt cool. Aber ich glaube, das geht nicht. Ich versuche mal, diese kleine Lampe hier zu stehlen, wo gerade keiner da ist. Ha! Das hat geklappt. Kann ich jetzt noch mehr stehlen? Na, leider nicht. Okay, aber immerhin. Die Dumpster sind gerade irgendwie alle leer. Und wenn ich nicht gerade schon was gestohlen hätte, dann könnte ich tatsächlich diese hässlichen Stühle hier klauen. Also werde ich mal ein bisschen Zeit hier verbringen. Oh, ist das was zu essen? Oh, nice. Dieses Moodlet hier geht noch 2 Stunden. Vielleicht kann ich danach direkt wieder was swipen. Okay, sie sind jetzt alle hier beschäftigt. Vielleicht, wenn ich jetzt mal eben hier hingehe, könnte ich das vielleicht einsacken, ohne dass sie es merken. Schnell, 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 Margot. Ich will das Ding haben. Versuchen zu stehlen. Schnell. Los. Yes, nice. Ich habe eine riesige Maschine gestohlen. Ich hoffe, das Ding ist wertvoll. Oh no, warum muss dieser Typ reinkommen, wenn ich auf der Toilette bin? Also wirklich. Oh no, ein Feuer. Keine Ahnung, warum sich Margot hier gerade zur Heldin aufschwingt. Das ist ja eigentlich nicht ihr Charakter. Naja, vielleicht bezahlen sie ja für ihre Dienste. Oh, diese Frau brennt noch. Ich sollte erstmal den Preis verhandeln, bevor ich sie rette. Ah, okay, sie hat sich selbst gelöscht. Okay, mal schauen, was man mit diesem Aufsprudler machen kann. Irgendwie sieht das nicht so aus, als könnte ich das irgendwie benutzen. Komisch. Ich kann das nur zurückgeben, aber ich möchte es auf keinen Fall zurückgeben. Dann werde ich es halt verkaufen. Zack, okay. Und was super praktisch wäre, wäre, wenn ich dieses eine Trade hätte. Stets willkommen. Vielleicht kann ich damit in die Häuser von Promis rein. Das werde ich mal ausprobieren, glaube ich. Hier in diesen riesigen Villen müsste es doch eigentlich was geben, was wirklich wertvoll ist. Mist, es klappt nicht. Ach Mann. Sich hier über die Terrasse schleichen, durch den Pool schwimmen. Nice, ich tauche einfach von dieser Seite aus deren Pool auf und hole mir erstmal was von dem Kimchi, was sie gekocht hat. Zumindest hat sie einen schönen Tag am Pool. Hoffentlich rufen die Leute nicht die Polizei. Oh, das Promi-Kind hat Margot entdeckt. Vielleicht sollte ich lieber verduften, bevor es deinen Eltern was sagt, sonst kommt das noch falsch rüber hier. Oh, Margot hat hier gerade total friedlich geschlafen in ihrem Haus oder Hütte. Und auf einmal ist Vlad, dieser mächtige Vampir, aufgetaucht. Und ich glaube, der würde sie gerne für einen Mitternachtstrunk benutzen. Aber das wäre echt schlecht, wenn er sie aussaugt, denn ich habe so einen Mod, dass meine Vampire auch tödlich sein können. Aber vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, sich ihm vorzustellen. Vielleicht wäre es sogar sinnvoll, selber ein Vampir zu werden. Denn dann kann ich doch, glaube ich, Leute manipulieren und das wäre ziemlich praktisch. Wie kann ich mich denn mal ein bisschen bei ihm einschmeicheln? Vielleicht sollte ich ihn einfach verführen. Mal schauen, ob er sich schon verwandeln würde. Das ist auf jeden Fall ein sehr zweideutiges Gespräch hier. Oh no, jetzt geht er einfach. Oh Mann. Ach, okay, dann muss ich das später nochmal probieren. Okay, ich bin mal hergekommen, um jetzt Vlad zu besuchen. Und ich hoffe, der verbrennt hier gleich draußen nicht. Kann ich hier so einen Grabstein stehlen? Nee, leider nicht. Okay, und ich hoffe, er hat wertvolle Dinge in seinem Haus. Sieht so posch aus hier. Ich kann das alles stehlen, oh mein Gott. Das ist das perfekte Haus für mich. Oh, sie hat selber schon irgendwas gestohlen. So ein Gargoyle, oh Mann, okay. Dann kann ich mir erstmal nichts aussuchen. Aber immerhin haben wir schon mal erfolgreich was gestohlen, einfach direkt hier aus dem Eingangsbereich. Nice. Ah, da ist er, spielt an seiner Orgel. Schauen wir, ob er Margot schon verwandeln würde. Yes, okay, er tut es. Ich wusste nicht, dass das Ganze eine Vampirgeschichte werden würde, aber hier sind wir und irgendwie finde ich es gut. Was man nicht alles tut für seine Moneten. Es wird jetzt wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis sie wirklich zum Vampir wird. Aber sie hat schon mal einen seltsamen Hunger. Oh super, der sieht richtig teuer aus. Ich versuche mal so einen Stuhl zu klauen. Da oben ist er die ganze Zeit. Ich glaube, ich klaue hier unten aus dem Keller mal noch so einen Stuhl. Überhaupt nicht creepy hier unten. Nice. Okay, mal schauen. Oh, so viel wert sind sie gar nicht, wie ich dachte. Schade.
Der Gargoyle auch nicht, och Mann. Ich habe keine Ahnung, wann sie diesen modernen Brunnen geklaut hat, aber nice. Ich habe mein Haus ein bisschen abgedatet, aber jetzt habe ich wieder kein Geld mehr und Vlad ist wieder zu Besuch. Oh oh, was macht der da? Oh Gott, ich glaube, ich hoffe, er killt mich jetzt nicht. Oh, ich glaube, genau in dem Moment, als er mich aussaugen wollte, ist irgendwas anderes mit mir passiert. Okay. Aber er hat auf jeden Fall ihr Gehirn irgendwie mesmeriert. Übrigens würde es keinen ersten Kuss oder ähnliches geben. Ich habe ihn komplett nur verbal angeflirtet, um ihn zu benutzen, um meine Ziele zu erreichen, natürlich. Oh, wow, okay. Aber die Frage ist, wer hier gerade benutzt wird. Und das hier schmeckt ja auf jeden Fall schon mal nicht mehr. Das kann nicht mehr so lange dauern. Ich glaube, heute muss ich dringend nochmal ein paar Sachen klauen. Und ich glaube, es könnte vielleicht helfen, die Schirmfähigkeit zu verbessern. Vielleicht kann ich dann auch bessere Sachen klauen oder so. Wer ist denn noch so reich, außer Vlad? Ich glaube, aus dem Basisspiel sind vor allen Dingen die Grusels sehr reich. Ich fahre mal dahin. Ich lüge mal über meine Karriere. Und ich würde so gerne diese Ritterrüstung hier klauen. Aber irgendwie geht das nicht. Vielleicht muss ich erst leveln. Oh, neues Persönlichkeitsmerkmal. Margo hat die dunkle Seite des Lebens entdeckt und der Funken des Bösen ist auf sie übergesprungen. Soll sie diese Änderung annehmen? Ja, okay. Diese Happy Sound, nachdem sie entdeckt hat, dass sie böse ist. Iconic. Ja, super, nur noch 5 Minuten, bis ich wieder was stehlen kann. Dann kann ich mir schon mal überlegen, was das sein sollte. Vielleicht einfach so eine hässliche Pflanze beim Rausgehen. Okay, und auf geht's zum nächsten Haus und reichen Leuten. Die Landgrabs natürlich, dann fahre ich da doch gleich mal hin. Ja, das sieht super posch aus. Ich glaube, hier könnte man Erfolg haben. Oh, ihre Persönlichkeit ist Snob. Perfektes Opfer für mich. Noch kann man Marco hier im Spiegel sehen, aber wahrscheinlich nicht mehr lang. Oh, ich binde die Puppe an sie. Super. Oh no, jetzt geht's ihr ziemlich schlecht wegen dem Vampirbiss-Kram. Und wegen Rückprall vom Voodoo. Ich glaube, ich klaue wieder was und hau dann ab oder so. Nice, und ich glaube, jetzt gehe ich erstmal wieder nach Hause. Okay, was haben wir denn so Schönes ergattert? 900 Simoleons, nicht schlecht. 400. Und 370, okay. Das verkaufe ich direkt. Ah, den Rest auch. Oh, ich glaube, es geht los. Und dabei hat sie dieses lächerliche Katzenkostüm an. Oh, okay, warum hat sie Ohren auf? Okay, sie hat sich in einen Vampir mit Katzenohren und Krallen verwandelt. Okay, ich habe leider keine Ahnung, wie ich diese komischen Ohren wegkriegen soll. Die sind nicht in Hüte, nicht in Accessoires. Oh no. Ah, okay. Hose, rotglühende Augen auf jeden Fall. Okay, ich habe erstmal die Vampirkräfte ausgewählt, Halluzination hervorrufen. Und stets willkommen. Okay, Vlad hat angerufen und hat mir ein paar Plasmabäusche geschickt. Nice, danke. Ich glaube, ich sollte mal zu meinem ersten Blutschrank aufbrechen. Auch wenn es gerade fast 5 Uhr morgens ist. Wo kann man um 5 Uhr morgens andere Sims treffen? Ich denke mal, im Fitnessstudio gibt es ein paar Verrückte, die morgens um 5 Uhr Sport machen. Oh, heute ist Liebestag. Der sieht irgendwie so aus, als könnte er viel gesundes Blut haben. Vielleicht sollte ich mal mit dem reden. Na toll, jetzt ist mein leckeres Frühstück abgehauen. Okay. So, jetzt halt still und sei mein Frühstück, bitte. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Oh mein Gott, ich habe ja gar kein Glück heute. Ach so, aber kann ich hier eigentlich noch irgendwas stehlen? Kann ich das stehlen? Yes. Los. Do it. Oh nein, ich wurde erwischt. Oh no. Ah, diese blöde Person hier hat mich erwischt und jetzt kann ich 8 Stunden lang nichts stehlen. Okay, dafür wirst du mein Frühstück. Und Margos erster Blutschrank ever. Und als Rache gibt's noch ein paar Halluzinationen obendrauf. Oh, Bella Grusel fragt sich, ob ich zu ihr rüberkommen und abhängen möchte. Klar. Oh no, ich glaube, die Sonne verbrennt mich. Aha, ich habe endlich Level 8 der Schelmfähigkeit erreicht. Vielleicht kann ich ja jetzt das klauen. Yes, ich kann. Oh mein Gott. Hör auf, mit den Kindern zu reden und klau endlich dieses Ding. Hoffentlich erwischt mich diesmal keiner. Aber aktuell ist keiner hier. Okay, schnell in die Tasche stopfen, diese riesige Statue. Ah, nice. Okay, jetzt ist es 21 Uhr und relativ dunkel draußen. Ich glaube, ich würde noch ein paar Aufgaben vom Liebestag erfüllen für ein paar Belohnungspunkte. Und wir haben doch diesen einen Typen getroffen, der ganz lecker, ich meine nett aussah. Kyle.
Ich glaube, ich nehme ihn einfach mit zu mir nach Hause. Dann kann ich ihn am besten aussagen, ich meine, anflirten. Ach, Valentin, zeig, ist eine super Ausrede. Liebestag war erfolgreich. Und dieser Typ hier ist echt mein Lieblingsopfer momentan. Nach Kickwühlen, was ist das denn? Oh, nach Kickwühlen ist offenbar Techtelmechtel im Müllcontainer. Ich hatte vergessen, dass ich einen platziert habe. Ah, ich habe mir eine Rose verdient durch das gute Date. Nice. Dann habe ich dieses Ding geklaut und das ist einfach 8200 Simoleons wert. What? Wie nice. Ich kann ja jetzt auf jeden Fall bessere Sachen klauen. Also vielleicht sollte ich nochmal die reichen Haushalte besuchen. Ich glaube, ich kann auch wieder klauen. Yes. Nice. Oh mein Gott, die haben einfach einen Pegasus gekauft. Die sind einfach zu rich, diese Menschen. Aber es ist wirklich super hässlich. Kann ich das auch klauen? Es wäre wirklich super, wenn ich das Pferd klauen könnte. Sieht absolut ridiculous aus. Oh, sie mögen sich. Ich gehe jetzt mal deine Besitzer ausrauben. Ich meine, die haben nicht mal einen Stall oder so für das Pferd hingetan. So, ich habe Nancy Landgrab hier mal weggelockt, damit ich diesen PC stehlen kann. Schnell, schnell, schnell. Haha, nice. Oh, Kyle möchte sich auf dem Romantikfestival treffen. Okay. Dann gibt er mir bestimmt doch erstmal einen kleinen Schrank, oder? Diesmal frage ich ihn auch. Oh, ich glaube, wenn ich in der Sonne bin, dann sinkt meine Vampirenergie. Ach, crap. Oh no, bitte trink schnell. Bevor du verbrennst. Ich glaube, bevor ich mir das Romantikfestival weiter angucken kann, muss ich warten, bis die Sonne untergegangen ist. Aber ich würde super gerne diese ganzen Sachen hier ernten. Vielleicht kann ich ganz schnell alles ernten. Komm, renn. Du schaffst es, ohne zu verbrennen, komm. Nice, ich habe alles abgeerntet. Und bin dabei nicht verbrannt. Deine Aussichten in Sachen Liebe sind trostlos, was? Liegt es daran, dass ich Leute aussauge? Ich werde mir noch ein bisschen Halluzination anwenden. Yes, ich bin aufgestiegen. Okay, ich bin ja jetzt Vampir-Novizin. Nice, ich kann jetzt Leute befehligen. Welche Schwäche soll ich nehmen? Unkontrolliertes Zischen? Sonnenlicht auf keinen Fall, denn ich will ja im Alltagsleben klarkommen. Schludrige Schlüfferin, also ich brauche mehr zu trinken. Ja, ich kann einfach mehr Sims aussaugen. Ja, es ist unordentlich bei mir. Ich glaube, ich rufe mal jemanden an, der bei mir aufräumt. Ich befehle dir, meine Wohnung für mich aufzuräumen. Hallo, kannst du mir aufhören, an deinem Handy zu spielen und meine Wohnung aufräumen? Ach, alles muss man selber machen. Okay, ich bin nochmal zu den Villarreals gefahren, weil die reich sind. Und hier kann ich mir ein bisschen Blut und Loot holen. Okay, was ich geklaut habe, ist einmal diese Couch für 600, diese Uhr für 2400, für 400 dieses Gebirgsfriedenbild und für 4000 ein PC. Also nicht schlecht, aber ich habe mir gedacht, ich will das alles eigentlich nicht sofort verkaufen, sondern einen Einzelhandel kaufen, denn vielleicht kann ich das Ganze dann für den doppelten oder noch mehr Preis verkaufen. Vielleicht einfach hier in der Magnolia-Promenade. Okay, ich baue es einfach mal irgendwie, wie es mir jetzt gerade einfällt. Und dann kann ich das ja später immer noch ändern. So, hier ist mein kleiner Shop. Und das Ganze soll so ein bisschen so eine überteuerte kleine Boutique werden, damit ich die Leute gleich doppelt abrippen kann. Erst geklaute Sachen und dann auch noch überteuert. Okay, vielleicht sollte ich die jetzt schon mal öffnen. Ach, es ist 3 Uhr nachts. Okay, vielleicht nicht. Das ist einfach ihre Morgenroutine. Um 5 Uhr morgens erstmal eine Runde ins Fitnessstudio und ein ausgewogenes Frühstück. Hey Margot, wir fänden es toll, wenn du unserer Gruppe die Idole beitreten würdest. Ha, endlich erkennt jemand mein Potenzial. Sie ist auf jeden Fall ein Idol. Zack, eingesagt. Okay, auf zum Einzelhandel. 100% Gewinn erscheint mir angemessen für meinen ersten Tag. Ein Promi ist im Laden. Das könnte Margots Chance sein, dass ihr Laden in der High Society beliebt wird. Aber es ist ein bisschen nervig, dass man berühmte Leute nicht ansprechen kann, also kann ich auch keine Verkaufsgespräche mit denen führen. Nee. Trotzdem geht mein Diebesgut hier weg wie heiße Semmeln. Nice. Und ich habe 4200 Simoleons verdient. Okay, ich glaube, jetzt muss ich wieder Sachen stehlen gehen. Wo gehen wir denn heute mal hin? Vielleicht komme ich ja mit meinen neuen Vampirkräften endlich in so ein Promi-Haus rein, wenn die mich sonst nicht reinlassen würden. Oh, ich glaube, es klappt. Hier hinter dieser Schranke sind, glaube ich, die richtig wertvollen Sachen. Und oh mein Gott, ich kann so einen Dino-Kopf klauen, wie cool. Oh, ich hätte sowas auch gern für zu Hause. Okay, das war sehr awesome. Ich bin gespannt, wie viel der so wert ist. Und jetzt würde ich gerne mal diese neue Gruppe treffen. Mal schauen, ob es wirklich solche Idole sind wie Margot. Und es wäre sowieso mal an der Zeit, Margos ikonischen Stil zu verbreiten. Also können wir eigentlich mal hier zum Teetreff gehen.
den es in der Highschool-Nachbarschaft gibt. Fashion-Look kreieren auf jeden Fall. Oh no, was ist passiert? Nein! Wo ist mein gutes Outfit hin? Okay, ich designe hier jetzt erstmal was in Margo-Stil. Und ich nenne es Margo-Chor. Ich verstehe nicht genau, warum ich aussehe wie so eine kleine Hexe und so, aber okay. Ich trage mal mein eigen designtes Outfit. Absolut stylisch. Jetzt versuche ich mal hier das Outfit ein bisschen zu hypen. Ich erzähle das mal diesem Modefreak hier, dass das gerade der neueste Schrei ist, Margo-Chor. In dieser Gruppe sind irgendwie nur Teenager, von wegen Idole. Die können Margo nicht das Wasser reichen. Ich verlasse die Gruppe wieder. Ach, der Hype für mein Outfit ist jetzt heiß. Super, dann werde ich das jetzt mal auf Trendy verkaufen. Ja, okay, also es ist voll gehypt. Ich hätte gerne 30.000 Simoleons. Mal gucken, ob das klappt. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt habe ich wieder kein Geld mehr, also sollte ich mal lieber wieder irgendwo was klauen gehen. Kann ich das klauen? Oh mein Gott, ich kann diesen riesigen Fernseher klauen. Oh yes. So, ich glaube, dabei belasse ich es aber für heute. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr Margo findet und meine Ideen. Und ob ihr vielleicht Vorschläge habt, wie ich noch weiterhin zwielichtig an Simoleons kommen kann. Ich weiß noch nicht genau, ob ich nächstes Mal genauso weitermache oder mir neue Strategien überlege. Aber es wird auf jeden Fall wahrscheinlich leicht kriminell sein. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Tschüss!